Ja, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder was, was ihr euch lange gewünscht habt, oft angefragt habt, und zwar wieder drei Wetten, die ihr auf gar keinen Fall verlieren könnt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, genug gelabert, und jetzt geht's los mit drei Wetten, die ihr auf gar keinen Fall verlieren könnt. Für diese Wette brauchst du folgende Dinge. Du brauchst eine Münze, ein Glas mit etwas Wasser und einen Teller. Platziere die Münze auf dem Teller und kipp etwas Wasser drüber, so dass die Münze komplett im Wasser versinkt. Jetzt wette mit deinem Gegenüber, dass du es schaffst, die Münze aus dem Wasser zu holen, ohne dabei nass zu werden. Wenn dein Gegenüber es versucht hat und aufgegeben hat, dann nimm einfach einen Korken oder einen Deckel einer Flasche, platziere in dem Korken oder in dem Deckel ein paar Streichhölzer. Platziere nun den Korken oder den Deckel so ungefähr auf dem Teller. Zünde es jetzt mit einem extra Streichholz oder einem Feuerzeug die drei Streichhölzer an. Und jetzt stellst du einfach das Glas drüber. Und du wirst sehen, wie das ganze Wasser in das Glas gezogen wird. Und du ohne Probleme die Münze rausnehmen kannst, ohne nass zu werden. Um diese Wette zu starten, brauchst du eigentlich nur einen Teebeutel. Wette mit deinem Gegenüber, dass du es schaffst, den Teebeutel fliegen zu lassen, ohne Drähte, Magnete oder Fäden zu verwenden. Wenn dein Gegenüber aufgegeben hat oder gesagt hat, dass du es nicht schaffst, nimmst du einfach deinen Teebeutel und entweder reißt du hier oben ab oder du schneidest hier oben ab. Ich schneide jetzt mal hier einmal oben ab, ungefähr so. Das führt dazu, dass du den Tee erstmal hier komplett auskippen kannst und dann solltest du so eine Röhre haben. Und dann hast du diese Röhre, die du hinstellen kannst. Stell diese Röhre dann genau so hin. Als nächstes brauchst du einfach ein Feuerzeug oder ein Streichholz und zündest den Teebeutel einfach von oben an. Und los geht's. Einfach von oben an. Und schon hast du die Wette gewonnen. Für diese Wette müsst ihr denken wie ein Zauberer. Alles, was ihr zunächst für diese Wette braucht, ist erstmal ein leeres Glas. Kann auch ein bisschen was drin sein, ist eigentlich egal. Und ihr wettet folgendes, dass ihr das Glas anheben könnt, ohne es mit euren Händen zu berühren. Um zu Beginn holt ihr euch ein spezielles Hilfsmittel aus der Tasche, und zwar einen Luftballon. Am besten holt ihr euch hier so einen länglichen Luftballon, den lasst ihr dann einfach hier oben in das Glas rein und pustet den Luftballon einfach auf. Und schon könnt ihr den Luftballon einfach festhalten und das Glas anheben. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst das Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, dann abonniert natürlich den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Denn in nächster Zeit kommen super viele Videos. Denn ja, ich werde es auch machen. Ich werde einen Adventskalender machen. Ich höre schon ganz viele Projekte von anderen YouTubern oder sowas, dass sie auch alle in die Richtung gehen. Und von mir wird dieses Mal auch mal ausnahmsweise mal einer kommen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin riesig aufgeregt. Ich werde ein bisschen vorproduzieren, aber ich werde super viel zeitnah machen einfach. Es wird wahrscheinlich so ähnlich wie im April, aber es wird auf jeden Fall geil. Also abonniert da auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dass ihr nichts mehr verpasst. Weil ich werde da auch sehr krasse Infos noch raushauen für euch und euch über ein Riesenprojekt erzählen. Aber alles dann, wenn es dann soweit ist, dann noch eine Sache. Und zwar gibt es gerade super viele Profile irgendwie, die erstellt werden von mir. Die sagen, sie wären ich, aber nicht ich sind. Also schaut einfach mal hier auf diesem Profil auf Instagram vorbei. Das ist wirklich meine richtige Seite. Also ich bin nicht verifiziert, deshalb das ist die Seite. Also geht da mal alle drauf, folgt dieser Seite, dann habt ihr auf jeden Fall den richtigen Instagram-Account. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, euch da auch begrüßen zu können. Da kriegt ihr die ganzen Behind-the-Scenes, die ganzen Infos schon vorab in den Stories. Also von daher schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und abonniert den Kanal. Und dann würde ich euch einfach sagen, danke an alle, die es zugeschaut haben. Wir sehen uns bald wieder, sehr, sehr bald wieder. Vielleicht sogar schon auf Instagram. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Bei dieser Methode wettet ihr, dass euer Gegenüber es nicht schafft, mit einem aufgepumpten Ballon ein Glas anzuheben. Alles, was ihr jetzt wieder braucht, ist, wer hätte es gedacht, ein Streichholz. Zündet einfach das Streichholz an, dann werft ihr das Streichholz einfach in das Glas. Und jetzt nehmt ihr euren Ballon und drückt ihn hier oben drauf. Und dann sieht das echt cool aus. Yay! Yeah.